Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 4. Juni 2021. Einer der vorherrschenden Züge der transformatorischen Energien, in denen ihr euch gerade befindet, ist die Möglichkeit, an einen Ort des Friedens mit vergangenen Traumata zu kommen. Es gibt ein hartnäckiges Glaubenssystem in vielen Menschen, dass man nicht über ein Trauma hinaus heilen kann, dass man, wenn man es einmal erlebt hat, für immer vernarbt oder gebrochen ist. Wir möchten, dass ihr versteht, dass ihr euch durchaus in einen Raum der Reintegration und Ganzheit bewegen könnt. Tatsächlich zeigt die Tatsache, dass ihr eine Herausforderung habt, dass ihr auch das volle Potenzial habt, sie zu heilen. Ihr würdet einfach nicht wählen, mit einem Thema in den Körper zu kommen, das ihr erforschen wollt, ohne auch das Potenzial zu besitzen, dieses Thema zu meistern. Das eine ohne das andere zu haben, würde keinen Zweck erfüllen. Das bedeutet nicht, dass ihr vergessen werdet, wo ihr gewesen seid. Eure Erfahrungen sind Teil des Mosaiks dessen, was ihr seid. Aber was wir damit sagen wollen ist, dass ihr durchaus zu einem Ort der Akzeptanz und des Friedens damit als Teil eurer Geschichte kommen könnt und die Vergangenheit wird nicht länger eure Zukunft kontrollieren. Bitte habt Verständnis dafür, dass in dieser Zeit Traumaerinnerungen bei euch hochkommen können. Dies ist in keiner Weise ein Beweis dafür, dass ihr für immer gebrochen seid. Ganz im Gegenteil. Die Traumaerinnerungen tauchen auf, weil Fragmente, die zu dieser Zeit entstanden sind, bereit sind und darauf warten, in die Ganzheit geliebt zu werden. Ihr seid euer sicherer Ort, euer Heiler, euer nährender Elternteil, euer Schnuller, euer Tröster und euer offenherziges Empfangskomitee, das sich so sehr darauf freut, sich wieder mit den unschuldigen Teilen eures Selbst zu verbinden, die darauf gewartet haben, zu euch nach Hause zu kommen. Wie herrlich, dass ihr euch in das Wissen hineinentwickelt habt, dass ihr absolut fähig seid, diese Liebe für euch selbst zu sein. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, kleiner hätte das Thema nicht werden können, oder? Also, da muss ich gleich vorweg sagen, das kann ich nicht vollständig hier besprechen. Das ist nicht möglich in einer relativ normalen Zeit, sage ich mal. Ja. Man könnte wahrscheinlich einen Kanal über Trauma und Traumata-Arbeit erstellen und selbst der wäre wahrscheinlich nie komplett und vollständig. Insofern ja, halten wir uns mal so ein paar Kleinigkeiten grundsätzlich und Voraussetzung ist dann schon das Wissen, dass es nicht nur Traumata aus diesem Leben gibt, sondern eben auch aus vergangenen. Ja. Und wie ich euch schon gesagt habe, ja, laufen die gerade auch jetzt ab. Also vergangene Leben gibt es nicht, wie sie in unseren Vorstellungen dann stattfinden, dass wir halt, ja, letztes Leben war das und vorletztes Leben war das. Nein, das findet alles gleichzeitig statt. Ist strange, weil wir ja diese lineare Zeit sehr deutlich erleben, aber das sind so Voraussetzungen, dass man halt versteht, warum man mit diesen Traumata arbeiten kann, auch aus vergangenen Leben und warum man auch ja, so stark mit ihnen verbunden ist, weil man eben als multidimensionales Wesen das alles jetzt erlebt. Jeden schlimmen Moment und auch jeden besten Moment erlebt ihr gerade jetzt. Es ist ja als natürlich als eure Ganzheit, als euer ganzes Sein, was ihr wirklich seid. Wir empfinden das natürlich aber anders. Ja. Aber ja, ich möchte jetzt auch nicht zu viel über lineare Zeit sprechen, sondern wirklich ein bisschen über die Traumaarbeit sprechen. Ich habe schon mal gesagt, ich habe den größten Respekt vor Menschen, die ja so starke Traumata erlebt haben, weil sie das Werkzeug haben, das aufzulösen. Ja, und ich weiß nicht, ob ich diesen Werkzeugkoffer habe. Also insofern darf man ein bisschen loslassen, vielleicht auch von der Vorstellung, ah,
Das ist eine Strafe für den, weil er im letzten Leben so schlimme Sachen gemacht hat, hat er in dem Leben dann das und das erlebt. Ja. Das ist natürlich der Nachteil an Traumata aus früheren, vergangenen Leben. Die sind nicht so deutlich. Ja. Die sind einfach nicht so präsent, wie zum Beispiel jetzt, ja, ihr hättet in der Kindheit einen Autounfall gehabt mit euren Eltern und ihr wart der einzige Überlebende. Da gibt es sogar dann so eine Überlebensschuld. Ja? Also, dass man lieber hätte mitsterben wollen oder selbst sterben sollen, dafür kann der andere überleben. Also, das ist dann wieder umgekehrt sehr häufig der Fall, wenn die Eltern überleben, aber das Kind stirbt. Und das findet ja statt. Ich meine, wir haben hier so und so viel Verkehrstote im Jahr auf der Welt. Das ist unfassbar. Nur so eine Zahl. Das waren 2019, ja, weil so Statistiken ja immer erst zusammenfließen müssen, 1.323.000 und dann, ja, weil sie drauf stehen, 666. Ja, das musste dann sein, die Statistik. Okay, anderes Thema. Für die Hinterbliebenen bedeutet das natürlich auch, ja, eine riesen Aufarbeitung, wenn man liebe Menschen verliert und so plötzlich. Das ist ja auch etwas, man kann sich ja nicht verabschieden. Ne? Da geht jemand aus dem Haus, ja, sagt noch, ja, ich komme heute Abend wieder und dann gibt es das und das zu essen, ja, irgendwie so, und dann sieht man seine Mama nie wieder. Also das ist einfach Wahnsinn. Ja? Und natürlich hat man damit sein Leben lang zu tun. An diese Situationen, an diese letzten Worte wird man sich immer erinnern. Auch wie man sich getrennt hat, also ob man vielleicht noch einen Streit hatte, da macht man sich Vorwürfe, dass man das und das noch gesagt hat. Ja. Das kann schon ganz viel auslösen, aber das ist sehr konkret, das meinte ich eigentlich. Also das ist klar, dass das ein Thema sein wird. Ja, das ist was ganz Handfestes. Ich habe zum Beispiel mal längere Zeit in einer Familie gelebt, da hatte sich der Stiefvater am Balkon erhängt. Ja, und die Frau, die sich zwar von ihm schon getrennt hatte, aber sie haben halt eben noch zusammengelebt, hat ihn gefunden. Ja. Rein theoretisch hätten die ihn auch die Kinder finden können, wenn sie früher nach Hause gekommen wären. Also echt, und die war sehr klein, also da waren die halt so Kindergartenalter. Ja, das macht natürlich was mit einer Familie und die haben auch dann wirklich, ja, ein gutes Jahrzehnt Therapie gemacht, deswegen. Ja, oder so ein knappes Jahrzehnt, sage ich mal. Aber es ist klar, da weiß man dann, da ist was passiert und da braucht jemand auf jeden Fall Hilfe. Ja, wie der Zugführer, der jemanden überfahren hat. Das passiert auch häufiger. Die Menschen, die sich vor die Züge schmeißen, die sind dann, ja, nicht unbedingt in Gedanken bei demjenigen, der sie dann überfährt, ja? Der sich dann aber auch vorkommt wie ein Mörder oder hätte das verhindern können. Ja, es ist einfach eine schlimme Situation für so einen Zugführer. Also, ja, ich will jetzt keine Tipps geben, wie man das besser machen kann, aber es ist schon auch etwas sehr Egoistisches, was da stattfindet. Aber über Selbstmord reden wir ja jetzt nicht. Wenn überhaupt, dann reden wir halt über den Zugführer, bei dem das was macht. Und da ist auch klar, da ist was Schlimmes passiert und da gibt es ganz klare Phasen, in denen das abläuft. Also wenn sowas Krasses passiert, dann gibt es diese Schockphase. Also da gibt es auch eine Unfähigkeit, sich an wichtige Daten zu erinnern, also in dieser Schockphase, oder man merkt etwas gar nicht. Ein Freund von mir hatte zum Beispiel mit seinem Kumpel, und das war, ja, es war ein Drama, die haben es einfach mit dem Alkohol ein bisschen gehabt und haben dann wirklich entschieden, derjenige, der vielleicht am wenigsten getrunken hat, fährt nach Hause. Ja. Und dann, ja, haben die den Porsche einfach um auch noch etliche Autos gewickelt auf so einer kleinen Straße, hatten einen schweren Unfall, und als die Polizisten kamen, und ich weiß gar nicht, ob es ein Polizist war oder dann schon ein Rettungssanitäter, haben dann meinen Freund, das war unser Bassist von damals, angesprochen und haben ihn gefragt, wie es ihm geht, und er so, ja, alles in Ordnung, so, wie geht's dem anderen, und die dann so, ja, aber was ist denn mit ihrem Gesicht, schauen sie immer so aus?
Ja, und der hatte im Prinzip waren unfassbar viele Knochen in seinem Gesicht gebrochen. Der hat es aber gar nicht gemerkt. In dieser Schockphase war der erstens mal ein bisschen verwirrt und ja, hat auch nichts mehr gemerkt, hat nichts mehr gespürt. Das ist so ein Schockzustand, der so einen Ausnahmezustand herstellt, wo man dann auch keine Schmerzen in dem Maße spürt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also da gibt es natürlich ganz verschiedene Dinge, die sehr traumatisch sein können und eine Schockphase auslösen können. Ne? Dann gibt es so eine Einwirkungsphase und das ist auch alles psychologisch ja, relativ gut erforscht, sage ich jetzt mal, die so ja, bis zu 2 Wochen anhält, wo das ja noch eine riesengroße Rolle spielt. Und man weiß auch erst, weil es normal ist, dass man sich davon erst langsam erholt, man weiß auch erst danach, was wirklich mit dem Menschen los ist, weil in dieser Einwirkphase, da ist man halt eben depressiv, hat Selbstzweifel und eine Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht und all diese Gefühle. Und erst danach, wenn eigentlich eine Erholungsphase eintritt, die eben so nach dieser Einwirkphase stattfindet, erst danach weiß man dann, ob man sich in der Heilung befindet. Weil ohne Erholungsphase gibt es halt keine Heilung. Und natürlich sind das alles so ja, ungefähre Zeitangaben. Die Erholungsphase, die kann man daran erkennen, dass man ja, die Gedanken an die traumatischen Geschehnisse lösen zum Beispiel nicht immer den vollen Schrecken aus. Man kann auch wieder einigermaßen schlafen. Also es ist nicht mehr so allgegenwärtig und ja, man kommt ab und an wieder in eine normale Gefühlswelt und eine normalere Gefühlswelt. Das, ja, das dauert natürlich ein bisschen, aber es setzt dann so langsam ein. Und wenn das nicht einsetzt, dann braucht derjenige wirklich dringend Hilfe. Eben auch psychologische Hilfe. Also man muss nicht alles über die Spiritualität machen. Wir haben auf diesem Gebiet auch gar keinen so schlechten Fortschritte gemacht. Ja. Was ich natürlich hier komplett ausklammere, sind die Psychopharmaka. Das ist der volle Unsinn. Aber dass wir Menschen ausbilden, die hoffentlich sehr empathisch sich ja, die Geschichten von anderen anhören, mit eben auch einem guten Abstand aus der Adlerperspektive, ist eine sehr gute Sache. Ja. Nicht alles kann man über Gesprächstherapie, und da gibt es natürlich auch verschiedene Therapieformen, lösen, aber es hilft schon. Also insofern würde ich da wirklich jede Hilfe annehmen. Und ja, es gibt aber natürlich nicht nur Dinge, die, sag ich mal, so einen kurzen Schock ausgelöst haben und dann so klar sind. Es gibt auch ja, zum Beispiel sehr toxische Beziehungen, die man geführt hat. Also wenn man mal so 15 Jahre mit so einem Narzissten zusammen war, ja, da ist man tief traumatisiert, aber weil es alles so ja, allgegenwärtig und lange gedauert hat und auch ja, sich so unfassbar hingezogen hat, hat man einfach diesen Moment nicht, diesen Schockmoment nicht. Und man denkt vielleicht auch einfach, man wäre gesund, hat aber nicht mitbekommen, dass man selbst diese ja, psychopathische Persönlichkeit entwickelt hat, auch als Selbstschutz und andere Anteile eines sehr gesunden Wesens ausgeschlossen hat, weil es gar nicht möglich gewesen wäre, diese Qualitäten gleichzeitig zu leben. All das spielt da eine große Rolle und das sind ja genau die Anteile, die jetzt zurückkehren dürfen. Was mir noch einfällt, was oft so banalisiert wird, ist wirklich so der erste Liebeskummer und wie man damit umgeht. Das ist bei mir zum Beispiel komplett falsch gelaufen. Ich war mit dem Mädel sogar ja, relativ lang zusammen und habe mir immer wieder gedacht, dass wir nicht gut zusammenpassen. Sie war so eine Stille und ich war so ein ja, besserwisser Laberkopf. Ja. Sie sehr geerdet und ich irgendwie so ja, sehr kopflastig. Aber als es dann so ein bisschen Drama wurde, habe ich mich so richtig verliebt in sie.
Ich kann euch nicht sagen, ob das der Grund war, ich glaube nicht, sondern ich habe mich einfach dann entschieden und mich drauf eingelassen. Wir kamen halt, sage ich mal, nach einer Trennung, also ein Drama war es gar nicht, nach einer Trennung kamen wir wieder zusammen und da unfassbar, wie glücklich ich da war. Und sie hat aber relativ schnell dann wieder Schluss gemacht, weil sie so, ja, es war doch ein Fehler und so, ich brauche was anderes. Und da war ich wirklich brutal geschockt. Ich weiß noch, ja, ich war damals ja auch kein Autofahrer, ich habe auch relativ spät erst den Autoführerschein gemacht. Sie ist mir dann noch hinterhergelaufen zur U-Bahn, weil sie Angst gehabt hat, dass ich mich da umbringe. Aber das, ja, das war vielleicht ein Gedanke, aber ich hätte es nicht gemacht. Also ja, so Gedanken hatte ich schon öfter mal, aber ich habe es dann nicht umgesetzt oder hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber während das ja jetzt erstmal so wie normaler Liebeskummer gewirkt hat und ich ja, hatte auch dann relativ schnell wieder, ja, ich war auch ein knuffiger Kerl irgendwie so, hatte auch relativ schnell wieder eine neue Freundin und habe mich einfach auch ein bisschen mehr blicken lassen draußen, bin ein bisschen mehr weggegangen mit meinen Freunden, wo sie dann auch oft war. Das war so die Rockszene in München. Und habe dann auch über Ecken gehört, dass sie das blöd findet, weil sie eigentlich, ja, weil das unter anderem ein Grund war, dass sie sich von mir getrennt hat, dass ich eben nicht so viel weggegangen war und eben nicht so der Spaßkopf war in ihren Augen. Ja. Weil wenn man jung ist, muss man halt saufen und Party machen und das war halt nicht mein Ding. Aber was krass war, dass ich noch, ja, im Prinzip immer, wenn ich sie gesehen habe, und zwar wirklich so wie so ein Schock, habe ich zittern angefangen. Ja. Das hat keiner so mitbekommen. Ich war auch ein guter Schauspieler damals. Aber wie geschockt ich war, auch wenn ich nur jemanden gesehen habe, der eine ähnliche Frisur hatte wie sie, das hat mich sowas von fertig gemacht. Und das war zu lange. So im Nachhinein sage ich einfach, es war zu lange, dass ich unter dieser Trennung so gelitten habe. Unter dem Verlust. Das war auch eine wichtige Erfahrung. Also ist klar, also ich bin jetzt nicht dieser Erfahrung böse oder dieser Trennung, das hat schon alles seine Richtigkeit gehabt. Aber dennoch ist bei mir da was hängen geblieben, was ich aber damals nie wirklich ernst genommen habe. Oder nicht so ernst genommen habe. Ja, weil das ja jeder durchmacht, ja, diesen Liebeskummer, diesen ersten. Und der wird ja auch banalisiert. Da wird dann gesagt, ja, andere Mütter haben auch hübsche Töchter, ja, oder so. Ja, du wirst dann noch die richtige finden und bliblablub, ja. Aber es war Wahnsinn. Ja. Mein damals bester Freund, ich weiß noch, wir waren 8 Stunden im Burger King gesessen. Ja. Also Burger King kann man jetzt ausblenden, aber damals ja, habe ich nichts gewusst über Ernährung. Aber auch total lieb von ihm. Ich habe einfach einen Redebedarf gehabt ohne Ende. Und es war nicht normal. Ja. Es war einfach nicht normal. Und es hat sich auch nachträglich als ja, absolut unnormal herausgestellt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon ordentlich bearbeitet habe. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ja. Ich habe dann schon Beziehungen geführt, aber ich konnte mich in dieser emotionalen Tiefe, habe ich mich nie wieder auf jemanden eingelassen. Das ja, muss ich mir jetzt auch mal eingestehen. Also ich selbst weiß es ja schon über mich. Da gab es immer so den Selbstschutz. Ja gut, könnte auch bald wieder vorbei sein. Ist halt dann so. Ja. Also ich habe mich nicht auf andere Menschen oder auf einen anderen Menschen in dieser Intensität nochmal eingelassen. Vielleicht war das damals dieser Auslöser. Ja. Das würde ich schon wieder gerne machen, aber deswegen bin ich ja auch allein, weil ich das auch keinem anderen Menschen antun möchte. Sagen wir es mal so. Ja. Und auch das ist wieder so ein falscher Glaubenssatz. Ja, ja, ich bin da halt am Arbeiten. Ja. Das ist nicht alles geheilt. Hoffentlich kriege ich das in dem Leben noch hin, sage ich jetzt mal. Gut, aber das ist auch wieder was aus diesem Leben. Wenn sich jetzt Traumata aus anderen Leben zeigen, dann haben die aber die gleichen Nebenwirkungen. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass man ja, sich aus den Erfahrungsberichten, da gibt es auch sehr viele, und auch ja, seine eigenen Erfahrungen anschaut. Und wie fühlt sich's denn an, wenn etwas nicht stimmt? Also eben diese Albträume zum Beispiel, die man oft hat, überhaupt grundsätzlich sehr intensive Träume, die sich so um bestimmte Themen auch ja, drehen. Da gibt es dann die Möglichkeit, über Traumdeutung zu gehen oder eben auch natürlich in die Meditation zu gehen und ja, selbst mal nachzufragen, ja, was bedeuten denn diese Dinge?
dann gibt es auch wiederkehrende Situationen, die einen immer wieder darauf hinweisen, dass es ein Thema gibt. Ja? Auch erlebt man das Leben anderer dann auf diese Art und Weise. Also man schaut anders auf das Leben anderer, erkennt zum Beispiel Dinge, die gar nicht vielleicht so deutlich sind oder die anderen so nicht auffallen würden, aber man würde dann sagen, ja, schau mal, das und das passiert bei denen gerade. Aber wahrscheinlich weiß man das deswegen, weil man einen großen Erfahrungsschatz über dieses Thema hat und vielleicht selbst dieses Thema hat. Ja? Auch wenn es einen sehr berührt, wenn einen das Schicksal anderer Menschen sehr berührt, dann kann man auch mal gucken, ob das in dem Leben da schon Analogien gibt oder ob es vielleicht doch noch von woanders herkommt. Dann auch, wenn man so Verhaltensweisen hat und sich die zum Teil gar nicht erklären kann, so bestimmte Dinge, also gut, jetzt mal Ticks ausgeklammert, das ist sehr deutlich, aber auch, wenn man Angst hat, vor Menschen zu sprechen zum Beispiel. Oder, weil jetzt müsst ihr euch mal überlegen, ihr wärt zum Beispiel mal hingerichtet worden, und hättet dann eure letzten Worte an Menschen richten dürfen, Hättet ihr dann Lust auf Menschenmassen, die im Mittelalter vielleicht auch noch geil drauf waren, dass endlich euer Kopf abgesägt wird oder ihr zu Tode gefoltert werdet in der Öffentlichkeit? Weiß ich nicht, Und das sind natürlich auch, heftige, krasse Dinge. Und wahrscheinlich haben wir alles von diesen Dingen schon erlebt, Also insofern kann man sich auch sagen, ich hatte wahrscheinlich schon den schlimmsten Liebeskummer, den man haben kann. Ich bin schon auf die hinterhältigste Weise verraten worden. Ich bin schon auf die schrecklichste Weise zu Tode gekommen. Ich habe schon jetzt oder in anderen Leben eben so viele geliebte Menschen verloren, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann. Also sucht euch ein Traumata aus. Nicht wirklich witzig, aber es ist einfach so viel, dass man vielleicht auch in gewisser Weise chancenlos ist, sie im Detail zu bearbeiten. Eine gewisse Bereitschaft, diese Anteile wieder aufzunehmen. Was hat es eigentlich mit diesen verlorenen Anteilen auf sich? Oftmals haben wir uns von ihnen getrennt, um uns selbst zu schützen. Daher kommen Blockaden, Schutzwälle, die wir da aufgebaut haben. Und wir haben wirklich uns auch von Seelenanteilen getrennt, die so schreckliche Erfahrungen in sich tragen, dass wir es einerseits vielleicht nicht für sinnvoll erachtet haben, sie mit in jedes Leben mitzunehmen, weil sie dann andere Erfahrungen wahrscheinlich blockiert hätten oder sie einfach so überlagert hätten, dass sie gar nicht machbar gewesen wären und andererseits eben so schrecklich waren, dass wir davon nichts mehr wissen wollten. Also es wirklich auf einer sehr hohen Ebene ignoriert haben, was aber auch in Ordnung war, wo wir jetzt uns auch keinen Vorwurf machen sollten. Diese Dinge sind schon sehr gut geführt. Wir haben uns ja auch von anderen Anteilen getrennt, von sehr hochschwingenden und sehr mächtigen Anteilen in uns, weil wir Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talente vergessen haben, die uns auch nicht in jedem Leben die gewünschte Erfahrung ermöglicht hätten. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt Monster-Musiker in mir habe, dann würde ich ja immer, wenn ich dieses Talent, das ist jetzt wirklich nur so ein Beispiel, dann würde dieses Talent immer auffallen und ich würde dann immer Musik machen. Das ist aber langweilig. Das will man nicht in jedem Leben haben. Wer will denn in jedem Leben Mozart sein? Das ist mal ganz nett, dass man halt einfach sagt, ja, ich bin der Music-Superstar, egal in welcher Zeit ich geboren werde. Aber irgendwann dann so, da gibt es aber noch was anderes als Musik. Aber vergiss es, wenn du so talentiert bist für Musik, dann würdest du immer Musik machen. Und irgendjemand würde dann dein Talent entdecken und dich fördern und dich zwingen, Musik zu machen. Und du würdest es auch gern machen, weil es natürlich Spaß macht, wenn etwas so fließt und einem so leicht fällt. Und deswegen haben wir dann auch uns entschieden, in dem Leben nehme ich dieses Musiktalent nicht mit. Oder eben das Talent zu heilen, das Talent
zu channeln, mit der geistigen Welt zu sprechen. All diese Talente, die jetzt auch in der neuen Zeit eine große Rolle spielen werden, hätten uns in früheren Leben einfach ja, gewisse Erfahrungen ja, verwehrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel channeln könnte, dann würde ich wahrscheinlich keine Channelings anderer Menschen vorlesen. Ja? Das ist einfach. Ja? Also insofern war das wahrscheinlich nicht auf der Agenda jetzt erstmal. Ja? Das kommt wahrscheinlich noch. Und ich nehme das auch stark an, dass das noch kommen wird. Aber dann halt wahrscheinlich so, wenn es bei jedem kommt. Ja? Und man einfach auch diese Art von Texten nicht mehr braucht, wenn man viel persönlicher mit seiner geistigen Führung sprechen kann, viel individueller und auch diese große Manipulationsgefahr nicht mehr da ist, dass eben ja, die Dunklen eben nicht mehr so viel mitquatschen, wenn man Kontakt zur geistigen Welt aufnimmt. Ja, das ist auch nicht mehr dieser brutale Schutz, also dass man Schutzexperte sein muss, um überhaupt auf die Idee kommen zu können, mit der geistigen Welt Kontakt aufzunehmen. Also man muss ja fast schon ein Studium, was Schutz angeht, absolviert haben, um das unfallfrei zu machen. Ne? Und das ist nur ein kleines Beispiel. Ne? Aber jetzt wieder zurück zu den Traumata. Man hat schon ein gutes Gefühl dafür, was bei einem selbst jetzt nicht rund läuft. Ja? Und wahrscheinlich muss nicht jeder von uns ja, in frühere Leben zurückgehen, um dann zu erfahren, woher das kommt. Man kann sich die Dinge auch vor Augen führen. Ja, das ist spannend, stimmt. Das möchte ich auch noch kurz erzählen. Bei meiner Heilpraktikerin, als ich 2007 da war und ich habe euch mal erzählt, die hatte mich kostenlos ein Jahr lang behandelt, Energiebehandlung mir angedeihen lassen, weil sie selbst das erst vor kurzem geschenkt bekommen hatte und sie gar nicht wusste, was sie damit anfangen soll. So hat sie einfach mal so ein paar Probanden sich geholt und weil sie so wenig Männer hatte, die da ja, Lust drauf hatten, hat sie mich halt auch gefragt und ich hatte natürlich sofort Lust drauf. Und ich habe nichts mitbekommen. Ja? Also sie sagt, sie hat andere Menschen dann bei sich gehabt, die haben mir genau erzählen können, was sie auch gesehen hat. Und bei mir war es so, dass sie mich hat Bilder anschauen sehen. Das heißt, ich habe mir so ein Bild angeschaut. Das waren zum Teil schreckliche Szenen, ein Bild. So ein bisschen länger drauf geschaut und dann weggelegt. Und dann das nächste Bild. Länger drauf geschaut und dann weggelegt und das nächste Bild. Das heißt, und es ist auch kein Zufall, dass es mir jetzt eingefallen ist, während ich das jetzt hier für euch spreche, dass wir unbewusst auch Heilung uns angedeihen lassen. Ja, dass wir eben versuchen, mit diesen Situationen umzugehen und dass wir auch ein großes Vertrauen in den Prozess haben dürfen, der einfach jetzt auch dran ist. Ja, natürlich hilft es, wenn wir uns öffnen. Also da darf man eben einfach auch Dinge aussprechen, bewusst Bestimmungen ins und ans Universum senden, damit diese Dinge auch durch unseren freien Willen ja, abgesegnet sind und wir uns selbst die Erlaubnis geben, jetzt zu heilen und auch diese Anteile zurückzuholen, das darf man auch einfach mal aussprechen. Ja. Im Namen der geliebten, mächtigen, siegreichen, ich bin Gegenwart Gottes in mir und im Namen meines geliebten, heiligen Christus selbst gebiete ich, alle Anteile an mich zurückzusenden, die mich vollkommener zu dem werden lassen, was ich wirklich bin, zu einem Wesen der bedingungslosen Liebe. Ich bitte, schenkt dies allen Menschen auf der Welt. Ich danke euch und akzeptiere, dass noch in dieser Stunde meine Wünsche mit voller Kraft gemäß dem Willen Gottes umgesetzt werden. Danke, danke, danke. Ja, also ihr könnt natürlich da rumfeilen, das macht auch manchmal Freude, an ja, dem genauen Wording zu feilen und sich genau zu überlegen, ob jetzt alles bedacht worden ist. Macht mir auch manchmal Spaß, so entwickelt sich mein Gebet auch immer wieder weiter. Aber ja, spontan ist auch immer ganz gut. Also ich habe die Anteile mir schon mal zurück
gewünscht, sage ich jetzt mal. Also diese Reintegration dieser verlorenen Anteile. Aber ja, ihr könnt es auf eure Weise machen. Es war jetzt nur ein Vorschlag, ein spontaner. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann macht es überhaupt mal auf irgendeine Weise. Und wenn ihr hinzufügt, dass das zu eurem höchsten Wohl und zum höchsten Wohl aller geschehen mag, ist es immer die bestmögliche Formulierung, würde ich sagen. Also aus meiner Sicht. Das ist wieder mein Wording. Na gut, ihr Lieben. Also ich muss euch jetzt hier verlassen, weil ich habe schon gesagt, das ist ein endloses Thema. Das ist das wichtigste Thema eigentlich von allen. Da geht es ja genau um die Schattenarbeit und es ist so individuell, da kann euch niemand helfen bei eurem eigenen Thema. Ihr habt alles bei euch, um die Themen aufzulösen, um euch ja, zu heilen. Andere können euch vielleicht inspirieren und meine Aufgabe ist es in gewisser Weise, eine Inspiration zu sein, diese ja, Dinge anzugehen und sie nicht auf die lange Bank zu schieben, weil die kommen jetzt sowieso. Wenn ihr euch spirituell öffnet und ich nehme an, dass alle, die jetzt hier zuhören, das in gewisser Weise und auf eine gewisse Weise gemacht haben, dann ja, ist es dran und ihr könnt es freiwillig machen, dann ja, könnt ihr den Prozess in gewisser Weise auch im Tempo und in der Heftigkeit regeln, mit einer größeren Freude, oder ihr könnt euch mit der Holzhammer-Methode ja, eine überziehen lassen und dann ja, vielleicht nicht ganz passend, ja, wenn es gerade lebenssituativ wirklich nicht passend ist, wird es in euer Leben ja, drängen, aber im Prinzip ja, wie ein Sturm euer Leben ins Chaos stürzen. Und das ist vielleicht eine Erfahrung, die der ein oder andere von euch machen will, eben ja, dieses Katalytische. Aber ja, meins ist es nicht. Ich bin da wirklich auf der Seite des Arcturianischen Rates, der sagt, wir wollen euch helfen, die freudvollste Fahrt, die möglich ist, zu machen, ja. In und durch diesen Wandel. Ja, da bin ich Fan von. Ich habe keinen Spaß an großem Drama mehr. Ich brauche das nicht mehr in meinem Leben. Aber jeder, wie er möchte. Alles klar, ihr Lieben. Liebe Grüße, euer Wolfgang.